Der Kaiser Franz hat einst gefragt, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und man muss sagen, nein, Franz, es ist nicht heute Weihnachten, es ist seit Monaten bereits Weihnachten, weil wir haben die KI-Aktien und die machen alle reich. Und wer jetzt noch aufspringt, der wird unbedingt reich, gar keine Frage. Denn es ist ja eindeutig so, dass die Kurse steigen. Steigen die Kurse nicht, speziell von diesen KI-Aktien. Nifida, wie es alle heißen, Apple, das KI-Unternehmen schlechthin, nicht wahr? Also, wir wollen uns mal anschauen an diesem Freitag die frohe Botschaft, dass jetzt alle reich werden können. Börse hat immer so funktioniert, dass alle reich geworden sind. Und wenn der Hype am größten war, dann war eigentlich ja auch die Gefahr am größten. Ich war in der Dotcom-Blase schon dabei, stand noch nicht vor dieser Kamera, aber ich habe mir schon gedacht, Alter, das ist ein bisschen strange, was da abgeht. Dann bereits sozusagen mit Videos kurz vor der Finanzkrise, wo ich nicht aus eigenem Genius heraus, sondern weil andere klar gezeigt hatten, das kann nicht funktionieren mit dieser Immobilienblase. Die Immobilienblase ist dennoch Monate weitergelaufen, bis sie dann geplatzt hat. Und so ist es jetzt eben auch mit dem KI-Hype. Der läuft und läuft, bis er platzt, aber er wird platzen. Die Frage ist nur, wann. Aber vielleicht sind wir gar nicht mehr weit entfernt, denn die frohe Botschaft enthält ein paar, naja, sag ich mal, vergiftete Pillen. Und wenn wir uns anschauen, wir sehen immer weniger Aktien, die steigen. Die Indizes wie der Nasdaq steigen trotzdem. Dow Jones und so weiter nicht. Die normale Aktie tendiert in der Zeit dazu zu fallen, aber die wenigen großen KI-Tech-Aktien rattlen das Ganze nach oben in gewisser Weise, während wir gleichzeitig sehen, dass die Konjunktur offenkundig in den USA schwächer wird und wir eine Kapitalflucht aus Europa haben, sichtbar am Euro-Dollar, sichtbar an den Aktienmärkten, sichtbar daran, dass Investoren offenkundig in deutsche Staatsanleihen als vermeintlich sicherer Hafen fliehen. Wenn die wüssten, wie sicher der deutsche Hafen ist, dann würden sie vielleicht woanders hingehen. Aber Schwamm drüber, wir wollen uns das Setup mal anschauen. Zunächst mal, das war heute in meiner E-Mail. Ab heute neues Leben, kein Berufsstrauß mehr, alle Schulden abbezahlt, alles kann wahr werden, neuer Sportwagen, Eigenheim, all das ist in Reichweite. Plötzlich sehen Sie, wie simpel es ist, Geld zu verdienen und fragen sich, warum Sie nicht früher begonnen haben. Der ökonomische Umbruch ist gestartet und das geht natürlich nur mit den KI-Aktien, meine Damen und Herren. Es reichen 250 Euro Investition, okay. Jetzt gucken wir uns mal an, in welcher Situation diese Empfehlung kommt. Da sehen wir die Gewichtung des Technologiesektors im S&P 500 jetzt bei 34% oder waren wir im Top bei 34%, jetzt sind wir aktuell bei 33% und das Forward Price Earnings Ratio, also das Kursgewinnverhältnis, schwamm drüber, liegt bei 30,5, das ist der höchste Stand seit dem Mai 2002 und Stan Druckenmiller, der legendäre Investor, hat gesagt, wenn du irgendwie Investoren finden willst, dann darfst du ihnen nicht zeigen, was jetzt der Fall ist, sondern du musst ihnen zeigen, welche Vision du hast, die in 18 Monaten erfüllt wird. Und genau das machen diese KI-Unternehmen. Die Zahlen von Oracle, wie sie alle heißen, Dell und Co. sind eigentlich nicht wirklich gut. Aber sie sagen, oh, guckst du KI, gell? Weil in den letzten Monaten ist dieser Sektor gewachsen, wenngleich die Gesamtumsätze meistens kaum gewachsen sind. Bei den meisten Unternehmen schwamm drüber. Bisher hat noch keiner gezeigt, wie er wirklich mit KI Geld verdienen will, außer Nvidia, die eben in diesem Goldrausch die Schaufeln verkaufen. Und jetzt interessant, zum Beispiel gestern auch Elon Musk, der gesagt hat, also mit diesen humanoiden Robotern, da kann Tesla eine Bewertung bekommen von 25 Billionen Dollar. Das ist mehr als das BIP der USA. Das ist ein Mehrfaches, etwa das Sechsfache des BIPs Deutschland. Ganz entspannt, klar, Elon, das ist logisch. Und meine zweitbeste Freundin, die Cathy Wood, die hat ja gestern ein neues Kursziel ausgerufen. Okay, wie viel ist denn Tesla aktuell wert? 580 Milliarden. Der gesamte S&P 500 ist 45,5
Billion, das heißt, der Tesla wäre dann mehr als die Hälfte des derzeitig ohnehin schon in einem Blasenmodus befindlichen S&P 500. Klar, wird so kommen. Also wenn nicht, würde mich das schon sehr wundern, muss ich sagen. Und zum Beispiel gestern haben wir den Nasdaq plus 0,6% im Plus, aber mehr als 70% der Aktien in diesem Index waren im Minus. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Wir sehen, dass diese Differenz zwischen den wenigen und den allermeisten Aktien immer krasser wird. Und Sven Henrik sagt dann, ja, das Coole bei Aktien ist, dass die Aktien nicht mal nach oben gehen müssen, damit die Indizes steigen. Genau das ist der Fall. Wir sehen Nvidia, Broadcom, auf VGO ist das hier. Und die großartige Tesla sind im Plus, sonst ist so ziemlich alles im Minus. Normal. Und sehen wir auch bei den Indizes, Dow Jones im Minus, S&P leicht im Plus, stärkster Index der Nasdaq, während der Russell 2000 Nebenwerteindex verliert 1%, ebenso Transport, Dow Jones Transportation. Interessanterweise, das wollte ich nur zeigen, meine Damen und Herren, hier sehen Equal Weight, geht latent Richtung Süden, also wo alle Aktien gleichgewichtet sind im S&P 500, während der S&P 500 nach unten geht. Und der gleichgewichtete Index ist jetzt praktisch unverändert im S&P seit Februar. Und Tom McLaren sagt also, das ist so noch nicht gesehen, was man hier sieht, nämlich dass nur 30 Aktien im Nasdaq 100 gestiegen sind, obwohl der Index ein neues Allzeithoch erreicht hat. Und Jason Gapford sagt also, es ist noch nie passiert, seit es den Nasdaq gibt, und das ist ja schon 2 bis 2,5 Tage, dass der Nasdaq 100 mehr als 0,5% gestiegen ist und mindestens 40 Aktien mehr gefallen als gestiegen sind. Also wir sehen, man schreibt Geschichte, heute ist schon Weihnachten, gleichzeitig Put Call, niedrigster Stand seit November 2021, das heißt, das Bedürfnis nach Absicherung ist so niedrig wie seit 2021 nicht mehr, während das Verhältnis zwischen dem Aktienmarkt, respektive dem S&P 500 und dem BIP in den USA jetzt praktisch wieder ist auf dem Top von 2021, als die Zinsen ja bei Null waren und die Fed Liquidität ins System geschüttet hatten. Hier sehen wir mal die Entwicklung mit den Big Seven Tech Platforms, jetzt 32,3% des gesamten Marktes. Das ist 12% höher als Anfang 2023. Und 7 Aktien haben sich praktisch verdoppelt in den letzten 4 Jahren. Und wir wissen, dass Apple, Microsoft und Nvidia alle mehr wert sind als 3 Billionen Dollar. Wenn wir uns mal anschauen, seit einer Woche sehen wir Technologie, Sektor Fund, also XLK, das ETF, über 5% im Plus. Dann haben wir noch ein bisschen Consumer Discretionary, Real Estate und ein bisschen Industrial, aber der Rest ist alles im Minus seit einer Woche. Und rechts sehen wir mal den Dow Jones mit einer bärischen Flagge, Fragezeichen, man hofft, dass die Fed ja die Zinsen senkt. Gestern Erzeugerpreise schwach, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schwach, dazu gleich mehr. Jetzt sehen wir, also man geht davon aus, hier oben in dieser Grafik, dass im September die Zinsen gesenkt werden. Alan Blinder, der in der Clinton-Ära in der Fed war, ein sehr guter Professor, der ein Buch über die monetäre und fiskalische Geschichte der Vereinigten Staaten auch geschrieben hat. Unbedingt lesenswert, meine Damen und Herren. Jedenfalls der hat gestern auf CNBC gesagt, also man sollte die Zinsen schon im Juli anheben, denn der sieht die Konjunktur relativ, nicht anheben, sondern senken, relativ pessimistisch. Und hier sehen wir mal gestern die Jobless Claims mit diesem deutlichen Anstieg, der Böses verkündet, aber Jerome Powell hat ja kürzlich noch gesagt auf der Pressekonferenz, wow, Arbeitsmarkt ist sehr, sehr stark. Hier sehen wir mal Trucking Employment. Das ist wichtig, weil über Trucks natürlich in den USA sehr viel transportiert wird. Wenn also die Nachfrage nach Lkw-Fahren abnimmt, dann ist das auch ein Zeichen. Und sie nimmt deutlich ab. Das deutet darauf hin, dass da sozusagen was im Busch ist. Und das in einer Situation, wo die Schulden in den USA sowieso explodieren, wie das Budget Office zeigt, also das offizielle Gremium sozusagen des amerikanischen Parlaments in Sachen Budgetfragen. Und all das setzt voraus, dass bis 2050 die Schulden in Relation zum BIP sich praktisch nochmal fast verdoppeln.
Vorausgesetzt, es kommt keine Rezession. Das heißt, wenn eine Rezession kommt, dann wird das Ganze noch ein bisschen heftiger. Und wenn wir jetzt nochmal zur Dotcom-Blase kommen, damals unter der Clinton oder in Clinton-Zeiten war die Wirtschaft ja wirklich stark. Die Clinton-Regierung hat als einzige Regierung der letzten 5.327.000 Jahre ein Budgetüberschuss sogar erwirtschaftet eine Zeit lang. Das muss man sich ja mal vorstellen. Jetzt haben wir dagegen die unfassbar hochgehebelt verschuldete US-Wirtschaft, Weltwirtschaft etc. Also wir sehen damals auch Consumer Confidence deutlich höher als jetzt. Das heißt, die Leute fühlten sich irgendwie besser mit dieser Wirtschaft. Schauen wir uns mal die Performance an der USA und der internationalen Aktienmärkte. Dann driftet die immer weiter auseinander und Europa könnte jetzt vielleicht das Riesenproblem werden. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal die Performance des S&P 500 in Wahljahren an. Und dann sehen wir, es geht deutlich über das Normal hinaus. Reversion to the Mean wird das also wieder sozusagen zurückschnappen. Der VIX mit einem Inverted Hammer, da könnte was kommen. Wir sind außerhalb des Bollinger Bandes. Interessante Geschichte, wenn wir jetzt mal nach Japan noch gucken. Okay, wir schauen ja ständig nach Japan. Also ich schaue eigentlich jeden Tag nach Japan, ne? Also Richtung Tokio, Osaka. Ne? Und da haben wir jetzt wieder mal eine wunderbare Aktion der Bank of Japan. Da hatte eigentlich alles darauf hingewiesen, dass sie bei ihrer Sitzung jetzt sozusagen die Anleihekäufe reduzieren wird. Jetzt hat man das erstmal verschoben und gesagt, wir gucken mal vielleicht im Juli-Meeting. Dollar-Yen jetzt wieder über 158. Das wiederum wird, wie Zero Hedge hier schreibt, die Clowns der Bank of Japan zwingen, wieder massiv zu intervenieren. Man hat ja viele Milliarden investiert, um sozusagen den freien Fall des Yen zu stoppen. Saudi-Arabien stoppt jetzt den Petrodollar-Deal, der 80 Jahre gehalten hat mit den USA. Welche Konsequenzen das haben wird, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall eine wichtige Meldung und noch wichtiger vielleicht aktuell die Dinge, die in Frankreich ablaufen, respektive die wegen Frankreich ablaufen. Schauen Sie mal rechts, meine Damen und Herren, sehen Sie Country, United Kingdom und vor allem Franz. Und Sie sehen ein Day, wir sehen, dass also die Rendite der deutschen Staatsanleihe deutlich fällt. Minus 5 Basispunkte, während die Rendite der französischen Staatsanleihe steigt. Nicht viel, aber sie steigt, nachdem sie gestern ja schon deutlich gestiegen ist. Das heißt, der Renditeabstand zwischen Deutschland und Frankreich in den Anleihen wird immer größer. Weil man sagt, Deutschland ist sicher, na gut, Schwamm drüber, gell, also wer sich nicht so auskennt, könnte das meinen. Aber warum ist das alles so? Wir sehen, dass eben jetzt offenkundig Frankreich vor zwei Alternativen steht, entweder einer sehr stark rechten Regierung, weil sich hier die Blöcke zusammenschließen, und einer sehr linken Regierung, weil sich dort die Linken zusammenschließen. Beides würde bedeuten, egal ob die Rechten oder die Linken, dass das Haushalt, dass das Defizit, das ohnehin gigantisch ist, nämlich über 5% des BIPs in Frankreich, noch krasser ausfällt, denn das, was sowohl die Linken als auch die rechten Parteien versprochen haben, würde die Lage weiter deutlich verkomplizieren, würden die Schulden explodieren lassen, und wir haben gesehen bei Liz Truss in UK, dass das nicht gut gegangen ist. Also meine Damen und Herren, meine Empfehlung an Sie, das, was einige Banker von Wells Fargo gemacht haben, die haben sich so USB-Geräte gekauft, die als Mausrüttler verkauft werden, sodass sie sozusagen im Homeoffice Arbeit simuliert haben. Jetzt sind sie allerdings erwischt worden und entlassen worden. Also, meine Damen und Herren, das ist einmal progressive KI, würde ich sagen, die unbedingt jeder haben muss, wodurch die Produktivität noch weiter steigt, als sie ohnehin schon gestiegen ist, meine Damen und Herren. Abschließend drei Empfehlungen. Erstens, jetzt versucht Berlin nochmal kurz vor Ende gegen diese Zölle auf E-Autos aus China zu intervenieren. Wir haben gestern gesehen, die deutschen Autobauer schwer unter Druck. Porsche 5% und andere, es trifft vor allem wohl die höher wertigen Autos, also eher die Luxuskarren, wie es heißt, in den Gegenmaßnahmen Chinas. Das ist die erste Empfehlung. Was Berlin da noch versucht, wird natürlich wieder scheitern, wie immer. Und dann der DAX bricht ein, die europäischen Aktienmärkte sind gestern eingebrochen, obwohl ja die Amis mindestens stabil waren. Was ist da los? Das ist die zweite Empfehlung. Und die letzte
Empfehlung, meine Damen und Herren, bevor ich Sie entlasse, ist das Webinar mit der André Stacke am Sonntag 19 Uhr. Anmelde-Link unten, da geht es um Gold, da geht es um die Frage, ob das jetzt Grund zur Feier oder zur Sorge ist, was da abläuft. Da geht es um Top-Investments, um Depotabsicherung, um alles, was diese Welt zusammenhält. Ist da drin, anmelden, kostet nichts, tut nichts weh. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.